Entschuldigen Sie, haben Sie mal den Typen hinter uns. Bitte, der gehört zu uns. Bitte? Haben Sie den Typen hinter uns, der gehört zu uns. Was heißt der? Das ist ein Rammer, er gehört zu Ihnen. Aber... Haben Sie ihn? Ach, der gehört zu Ihnen. Aber ja, wenn ich Sie. Ihn ramme... wenn ich ihn ramme, ist mein Bus kaputt. Und dann kann ich kein Geld mehr verdienen. Ein gelbsaftiges Trinkgeld von mir. Oh ja, dann sieht's anders aus. Ach, da ist er. Schnappen Sie ihn. Entschuldigung! Oh, ist das Teil explodiert? Oh! Oh, das tut mir aber leid, das wollte ich nicht. Das scheiß Auto hält ja gar nichts aus. Wir holen ihn da einmal ab, sonst ist er noch böse. Ich habe jetzt aber noch rechtzeitig rausgeschafft. Ist der sauer? Nee. Nein. Bist du sauer? Er ist sauer, ja, ein bisschen. Oh shit. Will er mitfahren? Willst du mitfahren, Flo? Nein. Voll bleibt. Will er nicht? Nee. Ich erstatte ihm auch das Auto, wenn er will. Erstatte dir das Auto, wenn du willst. Ein noch. Steig ein, Flo, red mit ihm. Hallo! User in your channel. Hallo, das tut mir aber leid. Ja. Es gehört noch nicht im Channel irgendwie drin. Betty, bitte melden. Ja, Ueli, was ist los? Gott, das tönt wie der größte Alpen hier. Der Boss ist startklar. Wir können losfahren, sobald du drin bist. Bitte melden. Ja, ist gut. Mach mich langsam auf den Weg. Verstanden. Du, Peti, wo ist der Hur? Ja, wer denn? Ja, der Lastwagenhändler, fahr ich da richtig oder was? Ich hab kein Geld mitgenommen. Ja, warum denn nicht? Ich will nicht hinter dir nachfahren, Mann, das ist gay. Nein. Ja, Peti, dann musst du mir das doch sagen. Habe ich auch gesagt. Was hast du jetzt den Ausweis gekauft? Ich weiss doch auch nicht. Ja, du bist schon ein lustiger Hur. Ei. Ja, und jetzt willst du einfach immer hinten hinhocken, oder was? Ja, jetzt gehen ein paar Leute aufgabeln, Mann. Chill jetzt hinten hinten. Frissen. Ja, voll. Ich hatte schon den Vortritt gehabt, oder? Weil ich schaue ja gar nicht. Ja, musst auch nicht, du bist ein Busfahrer. Eben, der Uhr hat ja immer den Vortritt, oder? Ja, ganz genau. Ui, so eine Scheissreck, jetzt ist noch das Rad kaputt gegangen. Also, haltet den echten Busfahrer schon uns. Nein, ich komme nicht mal mit am Kuren. Das ist hure Scheiße. Ja, ist der Burnout gehört, den ich gemacht habe. Nein, es war zu leislich. Der war ein blödes Leiden richtig, ist hure lässig. So richtig hure fest und so. Ja, anders. Anders. Oh shit. Ah, zu geil. Ah, Peti, ich komme kein weiter mit meinem Führerschein. Ja, da musst du flicken, he? Da musst du flicken. Ja, ich mache das schnell. Ja, warte, ich steige auch schnell aus. Okay. Tolle Uli. Tolle.
Leute, steigt ein! Ja, Peti, kannst du noch schnell ein bisschen Verpflegung holen oder so? Okay. Was brauchen wir? Ich habe eigentlich genug. Ja, wir wollen ja einfach, dass unsere Fahrgäste genug zu fressen und zu säufen haben, oder? Ja, das ist kein Problem. Oh shit. Sie haben aber einen grossen Heckspoiler hier montiert. Ist das eine Fresstheke? Nee, das ist eine Bar. Ah, eine Bar. Das ist ja wunderbar. Die sind ja ein lustiger Mann. Ja, und wie schnell fährt denn dieses Flugzeug? Da bin ich dankbar. Schnell genug. Wenn es so schnell ist, wie es aussieht, so scheiße, dann ist es sehr schnell. Was ist denn das für eine Marke? Ein Lamborghini. Aha. Das mag unserem Subaru nicht hinterher, denkst du nicht auch? Nein. Hallo? Ist der Karren abgeschlossen, Mann? Ja. Er hat welche Busse steigen, ne? Muss noch Bus fahren! Der steht direkt vor Ihnen, der Busfahrer! Sie sind der Busfahrer? Nein, nicht ich, mein Kollege dort drüben. Hat der gerade Pause oder was? Was läuft mit dir? Ja, der hat gerade Pause. Wie tut mir da das hure Penis-Ding senden, Mann? Das ist doch Gottverdammt! Ciao! Ciao! Hat er den Karren geschrottet am Mürli oder? Nein, ist gut. Du kannst du sicher nur 25 Millionen, ne? Hm. Dann tönt er in den Staubsauger. Ja. Peti, du liegst vor dem Bus! Ups, bin ausgerutscht! Ist alles gut! Ja! Kopf macht ein bisschen weh, aber das ist normal. Ja, du hast ja auch einfach, oder? Da muss ich einen Arzt treffen, oder was? Nein, nein. Strich ein bisschen Salbei drauf, dann kannst du schon gut, weißt du? Salbei, ja, das ist eine gute Idee. Gell, ein... Ja, Peti, und vielleicht noch ein Rico hängen, aber das hilft immer. Ja, original mit 56 Kräutern. Ja, die habe ich selber gepflegt. Nur geil. So. Brauchen Sie vielleicht einen Bus? Ja, Peter, du bist eigentlich schon der geilste Anwerber ausgegeben. Ja, warte schnell, Ueli, ich bringe dir gerade Kunden. Eben, wie gesagt, brauchen Sie einen Bus? Nein, auch nicht. Also nicht für Sie selber, nur zum Mitfahren natürlich. Nee, brauche ich auch nicht. Das ist ganz günstig. Ja, ich habe aber ein Fahrzeug, deswegen brauche ich gerade keinen Bus. Aber danke. Aber das ist ja hellblau. Gehört das Ihrer Frau? Nee, das ist aquablau und das ist meiner. Ah, okay. Ist ein schönes Fahrzeug. Danke. Wenn Sie einen Bus brauchen, sagen Sie uns Bescheid. Ueli, es ist nichts geworden. Ja, wieso nicht? Hast du den nicht so richtig Mühe gehabt, oder was? Oh, eigentlich schon. Warte, ich komme mal zurück. Ja, ich bin immer noch da. Du, Peti, fahr mal ein bisschen schnell. Ja, bei Vollgas, ey. Ich habe Ziegelstein auf das Gaspedal gelegt, aber ich wollte nicht schneller. Ja, schon. Wie schnell fahren wir? 90. Das ist ja hinten rein noch viel langsamer als vorne. Mal.
Und dann vorne ist die nächste Haltestelle. Da, das Häuschen. Halt! Halt! Gut 60 Sekunden warten. Ohren geil. 1, 2. Polizei. 3, 4. Ich will Spass mit dir. Hey, hey, da ist ja noch mein Haus. Und voll nichts bringt und anders viel kostet. Du Peti, ich glaube, du musst mal da die Scharniere ein bisschen heilen. Quiefst ein bisschen? Ja, schon ein bisschen. Ja, schon. Du bist schon laut. Also, ist etwas drin oder was? Da ist etwas drin, Alter! Jackpot! Was? Eine Kiste! Backshot! Backshot! Also, wie funktioniert das? Snapshot! Snapshot! Wo ist er? Bolzenschneider! It's a Bolzenschneider, it schneidet Bolzen! Das ist doch mal eine Beschreibung, ey! Was ist da gestanden? It's a Bolzenschneider, it schneidet Bolzen! Was, jetzt ein Bolzenschneider? Bolzenschneider drin, was? Jetzt schneidet es Bolzen. Das ist legendär. Ja, wie kann ich das brauchen, Mann? Ich kann das gar nicht. Ich kann das gar nicht. Schneidet es Bolzen. Schloss wird aufgebrochen, es geht tatsächlich. Boah, es geht anders langsam. Es kommt eh gerade schmieren, Mann. Wir sind da mitten im Fickt in der Hauptstadt, ne? Chanson. Also ich bin nur der Busfahrer, gell? Und ich sage genau, du hast mich bedroht, Mann. Der Hausbesitzer ist nicht online, da kannst du nicht in sein Haus einbrechen, okay. Ja, ich. Dann haben wir als nächstes. Gut, nein, jetzt wüsste ich es nicht. Ja. Schwur schwul, könntest du es nicht vom Anfang an sagen? Ey. Da ist auch eine. Also probieren. Was ist das denn? Das Ballen? Ja, so eine Kiste. Jetzt ein Bolzenschneider. Der Hausbesitzer, komm, fick dich! Du musst zuerst noch das Haus finden von. Oh. Das ist ja auch ein Penis, Mann. Er hört nicht auf. Ah, jetzt hat er drauf. Da ist leer. Aber zum Glück steht die Kiste genau unter dem Fenster, das ist nur praktisch. Du bist ja an einem Bäumen gefällt. Hurenschön, hurenschön. Da ist leer. Da ist Licht. Nein. Ah, Mo, da ist etwas drin, warte, probieren. Da ist kein Kopf, nicht rum, ey. Voll offensichtlich, geht es gar nicht. Peter Müller wurde in Einbruch in ein Haus gesehen, schon wieder. Also ist jetzt die Meldung jedes Mal gekommen, oder ist es? Nein, das ist jetzt das erste Mal. Ja, da geht's auch, da kommt auch die Meldung, die Antisi-Meldung nicht. Das kommt sicher auch die Meldung über, Mann. Hey, das ist ja bei 20%, Alter. Muss ich mal schauen. Ich kann nicht öffnen. Ah, Mann, ist offen, ist offen. Mann, was ist denn? Jetzt nicht bei denen, oder? Du bist nicht berechtigt, muss ich das auch noch brechen, oder was? Ist mich verarschen. Du bist nicht berechtigt, Alter, das geht nicht. Ja, aber das ist jetzt verdammt scheisse, das ist jetzt voll führig gewesen, die Aktion, dem Fall. Ja. Ja, nach dem Reset bist du eh nicht mehr auf der Fahndungsliste. Ich bin sowieso nicht auf der Fahndungsliste, das gibt's da nicht. Oder nicht mehr. Aber...
Ja. Ich kann jetzt welche Hütte ausrauben, Mann, weißt du, geil. Ja, in dem Fall entweder geht es noch nicht oder wir checken jetzt nicht wie. Ja, das ist es. Also. Gehen wir rein zu Kiel. Also, jetzt links. Das ist ja legendär, Mann, der höhere Scheisskarre, Mann. Hallo. Der Mini Cooper, Mann. So ist hier die Abparkung. Aber die Arsch schlägt raus. Ja, da habe ich noch nicht dafür. Stimmt. Die sind gar nicht da drinnen, Mann. Hey, die haben die wieder richtig eingerichtet, ey, oder? Ah. Jetzt haben wir sie den ganzen Abend nicht gesehen, Mann. Hallo? Um parken, könnte hier mal bitte durch? Vielen Dank. Wie parken Sie denn bitte hier? Ja, ich habe mich festgefahren. Ich versuche gerade rauszukommen da, weil das Mäuerchen, das kleine hier, schauen Sie. Das Nicht das ist mal eben wirklich. versuchen, Sie zu entparken? Ich probiere es mal. Einen Moment. Hallo, Peti. Hallo. Guten Tag, Herr Officer. Küchen. Oh, Pizza. Oh, das war der falsche Gang. Einen Moment. Hab ich schon. Du musst den Rückwärtsgang einlegen. Super, super, klappt auch. Du, Peti, kannst du ihm sagen, es ist gut. Aber dann können sie auch weiter. Dann werde ich das mal jetzt Hey! als gemacht ansehen. Schönen Tag noch. Warte, Ueli, ich muss auch einsteigen. Christine! Ja. Genau der kommt zu einem Peniskopf, weißt du? Es ist Standard. Es ist einfach Nein, Standard. fahr viel zu schnell rum. Ja, du bist der Busmann, du darfst. Jetzt wieder zurück und wieder parkieren, so. Du wirst Ein gefickt. Deus? Hallo? Was geht ab? Ja, fahr schon mal durch, gell? Ja, grüezi, was ist denn los? Hören Sie bitte Ihren netten Bus ab und kommen Sie mal hier rüber. Hallo? Guten Tag, der. Guten Tag, könnte ich mal Ihren Führerschein und Personalausweis, bitte? Na gut, das machen Sie jetzt bei dem netten Herrn hier auch, bitte. Ich hätte gern mal Ihren Was? Wie? Wo? Was? Personalausweis, hören Sie mich? Herr Kontes? Ja, hier, haben Sie ihn. Nee, Sie nicht, Herr Kontes, oder? Okay. Herr Kontes? Sie sind gesucht. Ja. Okay. Können Sie hier mal mit dem Herrn dasselbe machen, oder was Ach ist so, los? Alter, entschuldigen, ich habe Mensch, schon es geht Sei ich die Tür. Herr Müller, Sie sind gesucht. Wer ist, wieso bin ich gesucht? Einmal Einen Moment kurz, hat der bitte. Medik gemacht, No, kein Problem, gefahndet. Ich muss doch schnell Strom schalten, gell? Okay. Wollen Sie das hier vor Ort klären oder in der Weiß zwar nicht Polizeiwache? wie, aber. Ich weiß von nicht, von was reden Sie denn? Wir holen mal eben den Medik zur Unterstützung. Eine Sekunde. Okay, das Medik, können Sie gerne tun. Der Medic ist leider nicht mehr da, das tut mir leid. Aber Sie stehen trotzdem Ich hätte immer vor unserer gerne bitte Frauenkiste, den zweimal Ihren eingucken. Deswegen muss ich Ihnen leider auch einen Bußgeld geben. Ja, nee, aber nee, nein, ich Oh, Herr weiß nicht Meier, von einem Sie haben ja Einbruch. auch Ich bin Führerschein. heute den ganzen Abend mit dem Bus hier rumgefahren. Hoppach, Ach, dann das ist hätte ich nur Sie mal die, gerne. unsere, wir haben die. Eine Sekunde. Warte. Ist die, dass unsere Fahndungsliste nur die Leute darauf schreibt, wenn sie eingebrochen sind. Wir haben sie mit einem elektronischen Datensystem gefunden. Ja, aber Ihr Zeuge ist ja nicht mehr hier.
Der Rest ist halt nur die, wir haben ihre Bilder, wir haben sie jetzt abgeglichen, sie haben genau die gleiche Brille auch wie da. Ja, nein, das kann doch gar nicht sein. Ja, also, tut mir leid, ich kann Ihnen auch nichts dazu sagen, es ist leider so. Das heißt, wir müssten Sie jetzt leider, entweder gebe ich Ihnen das Ticket hier oder auf der Wache, was wollen Sie davon? Ja, könnte ich die Bilder dann bitte sehr sehen, wie geht das? Verständlich, ich sehe es, ich sehe ihn auf dem Boden, da ist das Bild. Ist es? Ach so, okay, ja gut, dann wissen Sie was, dann steigen Sie bitte in Ihren Bus ein und fahren Sie auf Zeiten und gangs bitte zum Supermarkt und holen sich eine neue Erste-Hilfe-Kasten. Also ja, aber das bin doch nicht ich, das seht doch jeder. Das sind sie, eindeutig. Jo, nein, es gibt hier viele Leute, die so aussehen wie ich, aber das bin nicht ich. Und Sandalen an, sie tragen ein Jack Daniels. Sie haben genau die gleiche Brille und die Nachtsichtbrille und genau den gleichen Rucksack sogar noch auf. Bei Einbrüchen. Ueli. Ich denke doch, dass sie das sind. Der Polizist hier sagt mir, ich bin irgendwo eingebrochen. Aber... Ich hab mir das soeben gesagt. Also gut, mach das. Wir können das Ganze hier klären oder auch auf dem Herr Kovac, wollen Sie lieber. Ja, ich möchte das schon hier klären, aber ja. Gut, dann werde ich Ihnen jetzt das Ticket ausstellen, okay? Alles klar, dann werde ich hiermit wieder freigelassen. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend und bitte machen Sie nie wieder einen Einbruch. Vielen Dank. Damit bin ich nicht einverstanden. Das finde ich nicht in Ordnung so. Das können wir doch gerne weiter erklären, Herr Brühl. Also, wenn, wie heißt der nette Herr? Peter Müller ist das. Wir können ihn auch gerne mit auf Sakonien, wenn er da sich damit nicht einverstanden ist. Ja. Wir können ihm auch gerne die dazu verhängte Gefängnisstrafe geben. Herr Müller, wollen wir das dann auch im Präsidium weiter klären, erstmal ganz in Ruhe? Nein, Sie haben es ja jetzt schon geklärt. Eigentlich ist das ja jetzt erledigt, oder? Sie meinen ja gerade, dass Sie da irgendwie abwischen würden. Ja, jetzt ist ja sowieso schon zu spät, jetzt kann ich ja nichts mehr tun. Also ich hätte Ihnen das Ganze erstattet, aber bis dahin hätte ich Ihnen natürlich auch das gleiche Bußgeld. Also eigentlich sind es ja 250.000 pro Einbruch. Das heißt, ich hätte Ihnen 500.000 plus 30 Minuten Gefängnis gegeben, wenn Sie sich jetzt weiterhin so beschwert hätten. Also ich meine, ich drücke da jetzt nochmal ein richtig fettes Auge zu. Das nächste Mal bitte ich Sie bitte legal irgendwie Ihre Sachen zu erwerben. Und das Diebesgut, das hätte ich auch gerne im Präsidium in der nächsten. Ich hab keine Ahnung. Ich glaube, Sie gehen mal mit Ihrem Freund zu Ihrem Bus, kaufen sich Ihr Erste-Hilfe-Kit und dann gehen Sie wieder zum Bus und fahren normal zum Apfelfeld und pflücken ein paar Äpfel. Ja, dann lass uns gehen, Ueli. Ich denke, Doppel, es hat also keinen Uwe. Sinn, hä? Dann noch einen schönen Abend, gell? Wünsche noch einen schönen Abend, mach's gut. Jo, wieder los. Wiedersehen. So, verstanden. So, ich kann schnell müssen, mein Hörgerät lauter machen. Jetzt höre ich dich wieder richtig. So, warte mal, ich höre dich nicht. Warte schnell. Aha, hörst du mich jetzt? Wenn ich am Schwitzen. So, hörst du mich? Hey, so eine Penner, ey, nicht? Was hat der für einen Penis gemacht? Hey, Roleplay am Arsch, ey, nicht? Ich weiss, ich kann gar nicht verstehen, wieso, was hat er einfach gekommen und zack und ja, ich habe sie gesehen, bla bla bla, der Medic hat sie verpetzt bei mir und so, der ist jetzt aber nicht mehr online und dann habe ich gesagt, ob ich das Foto gesehen und er hat irgendetwas am Boden gelegt, ich weiss gar nicht was. Ja, da ist das Fötterli und so, und ich, nein, das bin nicht ich, und er, mo, das sind sie, bla bla bla, ich gebe ihnen jetzt Strafgeld, zack, Geld weg. Hallo, ey. Riesenhurenpenner kommt, man, das geht ja gar nicht, ey, shit. Aber, ja, das ist noch teuer, wenn du denkst, pro Einbruch. Das ist ja so, ja, das ist ja so.
Du Peti, darf ich mal mein Kleid in deine Kauliste reinstossen? Kauliste? Ja, kannst du es gerne probieren, komm mal. Ja, man, ich muss mal schauen, wie ich überhaupt Teufel mache. Oh, jetzt geht's besser. Ui. Du weißt, da hängt noch los. Hallo? Entschuldigen Sie, bleiben Sie bitte da hinten stehen. Hoi, ja. Warum? Hallo. Hallo? Ja, ja. Bleiben Sie bitte da hinten stehen, bleiben Sie ruhig. Was machen Sie denn? Du Peti, was ist das für eine? Oh, Ali, ich weiß auch nicht, was das für eine ist. Hallo? Hallo? Du, der ist ein bisschen komisch. Ja, ich weiß auch nicht, was der will. Ich glaube, wir gehen lieber. Hallo? Guten Tag. Können wir Ihnen helfen? Wie bitte? Können wir Ihnen helfen? Nein, ich will Ihnen helfen. Wobei denn? Hallo? Ich glaube, der will uns vergewaltigen. Komm, wir gehen hier weg. Das ist mir schon nicht so ganz geheuer. Ich kann einen Stalker nicht gebrauchen. Einen Stalker? Bitte hier. Hoppla! Was hat der für ein Problem? Gar nicht, was das für einen ist. Der beobachtet uns einfach mit dem Fernglas. Gar nicht, was der für eine Rolle spielt. Ja, steigt rein, schau, jetzt fährt er uns noch wieder da. Schau. Ja, siehst du? Oh, ich bin falsch gefahren. Ach, Scheiße, wo willst du denn hin? Hallo? Hallo? Ja, sagen Sie mal, sind Sie denn ganz, nicht ganz normal? Die Herren sind radioaktiv verstrahlt. Bitte Bleiben was? Sie weg von den Herren. Hallo? Was passiert denn jetzt, was? Wir sind gerade am HQ vorbeigefahren und da ist das Strahlenmessgerät angesprungen. Ich kann nichts machen, ich habe hier ein mobiles dabei, also das schlägt bei den zwei ganz schön stark aus. Peti, wovon reden die? Ich weiß auch nicht, um was es hier geht, ich habe ein bisschen Angst. Das wäre sehr nett. Hallo, was machen Sie? Bleiben Sie bitte. Ich hab leider gerade meinen nicht bei. Sie wurden wegen radioaktiver Strahlung gemeldet. User in your channel timed out. Starke radioaktive Strahlung. Haben Sie etwas getrunken oder was ist jetzt los? Negativ. Schick mal den Medic hier, bitte. Also ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Was ist denn hier los? Yeah, zum Glück. Verdammt. So geil, kannst du dir auch noch reden, Mann. Ja, voll. Ey, was haben sie jetzt vorgehabt, Mann? Das wäre jetzt wieder legendär geworden. Ja, ich wäre das wieder legendär geworden. Aber es ist so geil, die kommen genau auf uns, weil sie wissen, wir machen so Scheiß mit. Ja, das ist so. Zu geil, zu geil. Oh Gott, ey. Hey, also, hey. Also, dem Fall, bis tomorrow, hä? Ja, voll. Hey, tschau. Hey, tschau. So, und jetzt gucken wir. Hui. Oh, warte, ist hier ein Megaschanz da hin? Ja, voll. Ist doch ein bisschen schade, wenn jetzt das Auto kaputt geht, ne? Das geht eh nicht kaputt. Wenn wir Überschlag machen, so. So zum Beispiel. Peti, was hast du gemacht? Du hast dein Gewicht falsch verlagert. Nein!
Ja, aber schau, unser super Dutti ist nicht kaputt gegangen. Ja, da kehren wir um, Mann. Ah ja, das können wir ja selber sagen. Bam. Ha! Locker, ey. Du Peter, glaub mir, ist ja etwas kaputt am Alter. Mein? Ich glaub schon. Ist völlig normal zum Fahren. Schon. Mo. Mo. Du Peti? Ja, Wally. Ich kann, wir haben eine kleine Scheissdreck Situation jetzt. Wege? User disconnected from ja, aus Versehen den Schlüssel vom Auto weggerührt. Nein. Ich wollte eigentlich dir geben, aber jetzt habe ich gerade weggerührt und die Finger nicht mehr. Ach, Scheisse, nein. Ja, da ist auch ein toller Deckel, der ist sicher dort runtergefallen. Ja, voll, da war ein Scheissdreck. Komplett avisiert. Wird vielleicht länger zu ihnen hier einparken. Stehst du noch da? Nein. Einparken. Yeah! Ah, oh, ein schönes Auto, hä? Ja, das sieht gut aus. Ach! Ich habe dir jetzt mal den Schlüssel gegeben. Aber nicht verlieren, gell? Ja, sei gerade richtig. Arrrr. Arrrr. Toi. Ja, mach mal auf. Es ist offen, Mann. Komm doch rein. Ich wollte einsteigen, es geht nicht. Geht nicht. User was moved to your Honig. Channel. Honig. Komm, Peti, komm rein, komm. Geht nicht. Peti, komm. Steigst du immer hinten rein, oder ja, was? Ja, ich bin drinnen. Und der Kabel lenkt aber anders nicht. Du bist schneller als der Pickup, ey. Er hat gestöhnt, hast du gehört? Ja, voll. Ist einer von uns jetzt schwer verletzt, oder was? Du, ich bete, mir fehlt das Rad vor. Das ist aber schlecht, ey. Nein, schießt auch schlimm. Ja, glaub es nicht so. Aber uns auf dem Land ist das normal, weißt du? Ja, schon, musst einfach ein mehr auf die andere Seite hacken, dann geht das schon. Genau. Aber du, Peti, darf ich dich schnell etwas fragen? Was denn? Warum machst du so nicht neben mir? Neben da jetzt auch noch Platz. Oh, da vorne brennt etwas. Oh. Oh. Oh, look, jetzt fährt er zu sehen, Deppen, Mann. Sag auch, Mann. Tschüss. Das schnell den Karren flicken, das geht ja auf den Halb schon. Da liegt Geld auf der Straße. Schon, nimm den Scheiß, nimm den Scheiß. Sie fuhren nach dem brennenden Auto, weiss nicht, ob ich hergehen kann. Nimm den Scheiß, nimm den Scheiß, nimm den Scheiß. Wie nimm's? Fünfzehntausend? Rübsch. Achtung, der Hurensohn kommt. Und der Sekret weg wie ein Mädchen, Mann. Ja, ey. Was ist ja da? Urgeil. Vielleicht gibt das noch hure viel Stutz. Unterwassermission anfangen. Anfragen. Mal in die Tauchlade da schauen, was das Scheissdreck braucht. Ein Taucherschein kostet 2 Mil. Also. Abheben. So, Botsch-Ding habe ich. Du, Peti, ist gut, ich habe alles so, gell?
Also. Hoe denk je? Ja, wel. Ik haal me hoor in deze latex gummiflek. Is het voor dich seksueel attractief? Ja. Hoor ik haar. Oh. Oh, plan. Hast du dich versenkt, oder? Ja, schon. Ja, und ich bin noch drinnen, oder? Ja, schon. Oh Gott. Ja, ich denke, das ist richtig versorgt. Schiff, User in your channel timed out. User was moved to your channel. Hallo? Was ist jetzt passiert? Ein Schwebe? Oh, bist du gekickt worden oder was? Du Peti, das Wasser ist da nicht so tief. Du stehst schon. Ach, wieso immer? Aber wieso ist da so wenig tief, Mann? Da ist es einfach nichts. Es ist einfach länger. Ey, aber wieso schaffen wir nicht eine Mission, Mann? Nein, ist einfach etwas ohne Panne, Mann. Ey, einfach die 2 Uhr runter, dann macht es gar nicht, ey. Oh, shit. Die Karte wird's... Nein, die Karte kannst du dich auch nicht drauf verlassen, wie weit raus geht das? Vor allem, es ist jetzt einfach wirklich nicht, Mann. Das ja, gibt's... anders, ey. Oh, shit, ey. Sind da Hure? Yeah! Hure geil, hure geil! Aber einfach jetzt mit Töpfen, Mann! Gestrandet jetzt mit dem Meer, Mann! Jo, kannst du mal schnell da herkommen, Mann? Ich muss noch mal einsteigen, ich muss den Taucheranzug. Taucheranzug? Das geht einfach nicht, Mann. Du musst einfach nichts machen, das ist so geil. Das ist wirklich kaputt, ja. Peti? Hi. Krass, dann haben wir einen Senkrechtstarter. Flieger. Oh. Helikopterflieger-Mix. Was ist das für eine Frage? Gefugt? Ein Heliflieger. Ah, ist nicht gegangen bei dir. Wenn ich aussteige, weißt du? Ah! Oh. Der Wassermission anfragen. Ist das nicht da abgegeben, Mann? Du scheiß Peniskopf! Ihr wisst, wie es läuft. Daumen nach oben, abonnieren drücken und wir sehen uns beim nächsten Video. Nochmal ein großes Dankeschön an euch Leute von mir, dass ihr mich unterstützt, dass ihr meine Videos guckt. Ich hoffe, es bleibt dabei und ich hoffe natürlich, es werden immer mehr. Und ja, daher bis zum nächsten Mal und ciao!